Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht's um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und auch am sechsten Tag meiner Krankheit, ja, bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute geht's um ein Set von Mega Construx. Wenn ich jetzt zwischendurch mal husten muss, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich habe schon den sechsten Tag eine Bronchitis. Der Husten lässt inzwischen ein bisschen nach. Trotzdem habe ich immer wieder abends mit Temperatur zu kämpfen. Ich weiß auch nicht, was ich da noch machen soll. Wahrscheinlich muss ich einfach mal einen Moment die Klappe halten. Deswegen habe ich auch diese Woche keine zwei Videos rausgehauen, nur heute dann am Sonntag eins. Meine Mega-Weeks müssen ja weitergehen. Eigentlich, wenn ihr das erste Mal gerade eingeschaltet habt, sollten es meine Mega-Sommer-Weeks werden, sechs Sets und dann war es gut. Ich glaube, inzwischen komme ich dann doch bis Weihnachten, aber es gibt in der Regel auch noch ein weiteres Video von mir in der Woche. Was es nächste Woche zu sehen gibt, sage ich gleich beim Fazit nochmal was dazu. Und diese Woche am Donnerstag waren die Klemmbaustein-Buddies wieder live aus Sendung. Der Andi von Stein auf Stein zum Ziel und von Vicky, der Vicky Klemmbausteinwelten und ich, ja, die Klemmbaustein-Buddies, wir haben einen Livestream durchgezogen und wir haben daraus einen Spendenstream gemacht für den Wünschewagen in Niedersachsen. Jetzt am Sonntag ist die Gebotsaktion durch. Ich sage euch den Link zu dem Stream dann mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr noch mal kurz schauen, welche Sets der Andi, Vicky und ich auf unserer Privatsammlung zur Verfügung gestellt zur Verfügung gestellt haben. Möglicherweise machen wir sowas nochmal. Mal schauen, das war jetzt so ein erster Versuch. Wir hatten großen Spaß in dem Stream. Und jetzt hier am Sonntag kann ich das sagen. Aufnehmen tue ich das Video jetzt gerade am Samstag. Die ersten Gebote waren und sind doch schon eingegangen. Wie gesagt, aber die Aktion ist inzwischen abgeschlossen. So, Pumps, da ist es passiert. Jetzt muss ich mich selbst unterbrechen. Weil ich ja immer alles nur einmal aufnehme. Und ich, Trottel, habe eben festgestellt, dass ich, was die Aktion angeht, überhaupt nicht recht hatte. Die endet heute am Sonntag, den 29.10. um 12 Uhr. Das Video müsste jetzt um 9 Uhr online gegangen sein. Also, wenn ihr noch Interesse habt, schaut kurz rein in den Link dann zu dem Livestream. Da könnt ihr sehen, welche Sets angeboten werden. Und da könnt ihr gerne noch bieten. Ach, wenn man nicht immer aufpasst, was man macht. Ich mache mal den Zwischenschnitt. Ist zwar selten bei mir, aber ich fange da auch noch nicht wieder von vorne an oder häcksel das dann roboterhaft aneinander. Ihr wisst, was ich meine, weiter geht's. Ja, Mega, Mega Weeks, Mega Blocks, Mega Constructs, Mega. Ich kann ja den Call of Duty Sets durchaus was abgewinnen. Masters of the Universe ist auch mein Ding. Ich mag auch die Hot Wheels Sets von Mega und ich mag die Mega Pokémon, die Motion, also alles das, was bewegt und animiert ist. Ja, und Halo, das weiß ich auch, dass es das von Mega Constructs gibt. Ist aber nicht so meins, weil ich Halo selbst nie gespielt habe. Und ich stelle mir ja nur das in das Regal, was ich mir denn auch anschauen möchte. Also all die Sets, die ich hier klemme und baue, die habe ich mir nicht besorgt um des Kanalwillens, sondern da geht es um meine Regale. Und beim Stöbern auf eBay bin ich dann auf den Needler gestoßen. Ja, und der Needler kenne ich natürlich nicht. Ich habe mir dann dazu ein paar Videos angeschaut, was das Gerät angeht. Dieses blaue Ding, komische Schwert von Halo, das hatte mir auch schon mal gefallen, aber mir dann doch nicht besorgt. Das fand ich an der Stelle ungewöhnlich und mich hat es ein bisschen an Dead Space erinnert. Diejenigen von euch, die die Serie vielleicht noch kennen, die Game-Serie, da gab es ja auch freaky Waffen dann, freaky Handfeuerwaffen und das hat mich dann doch interessiert und dann habe ich mir das gute Stück dann aus den USA besorgt. Wir machen... Entschuldigung, wir machen das jetzt so, jo, wie ihr es schon mal kennt, wir wechseln die Kameraperspektive. Ich zeige euch ein bisschen was zum Bau und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. Mein erstes Halo-Set von Mega Construx, der Needler. Eine Handfeuerwaffe, ja, ich werde mal dazu mir nochmal zwei, drei Sätze anlesen. Das Game, ich weiß worum es geht, habe ich selbst nie gespielt. Sag ich aber vielleicht nochmal ein bisschen was zu später. Hier, ich mache den Karton auf. Bereite das hier aus und dann gucken wir mal. Spannend, die Farbe gefällt mir. Es gibt 9 Bauabschnittstüten. Die Anleitung mit den Mega Construx, könnt ihr das erkennen, typischen Farbcode, ja, vielleicht hier, könnt ihr sehen, wird dann aufgenoppt. Hier oben haben wir 6x1 und dann sieht man hier 6 blaue Punkte komplett aufnoppen. Das sollte verständlich und nachvollziehbar sein. Ja, hier liegt Bauabschnitt 1. Gibt Drucke. Ein Schildchen. Glänzt schön. Da kann ich jetzt keine Beschädigungen erkennen oder sowas. Und hier ein zweites. Hier
Fließen, ja, die ist schon ein bisschen, könnt ihr das sehen, so leichte Schmarer drauf. Nicht ganz so gelungen. Aber wer weiß, wie häufig der Karton schon hin und her geflogen ist, ne? Ist ja schon einen Moment und hat aus den USA ja gebraucht. Hier. Ich denke mal, es passt. Ich baue, ummeld mich immer wieder zwischendurch. Gute Güte. Ich baue alles vor mich hin, ohne euch zwischendurch mal was zu zeigen. Es ist ja dann auch ein gutes Zeichen, ne? Hier haben wir den, ja, Ständer, Halo Infinity, Needler. Und so schaut es bis jetzt aus. Es geht alles gut ineinander, das passt, das funktioniert. Anguspunkte lassen sich nahezu wegdrehen. Und jetzt muss ich noch mal gucken, weil ich den wieder runtergenommen hatte. Man baut dann, während der hier drin steht. Und das funktioniert, das klappt. Ein paar Baurichtungsumkehrer drin, das seht ihr schon. Echt gut gemacht. Prima. So schaut es ja bis jetzt aus. Alles schick, alles fein. Jetzt schließen wir mal Bauschritt 8 gemeinsam ab. Das Ding hier gebaut. Das Teil. Und jetzt müssen wir mal gucken, hier hin. Oh, das sind einige Noppen zu drücken. Zweimal. Ja, sitzt. Hoffentlich habt ihr alles sehen können. Und der kommt hier hin. Weiter geht's. Bauabschnitt 9, das ist der letzte. Ich mache es jetzt fertig und dann gucken wir uns das Bauergebnis an. Das hier ist übrig geblieben. So schaut es jetzt aus. Alles passt, alles glänzt. Niedler. Halo Infinity. Ja, wie man halt mag. Was einem lieber ist. Und man kann, mal gucken, ob mir das jetzt auch gelingt. Problemlos müsste eigentlich es auch runternehmen und ein bisschen auf die Jagd gehen, wenn man denn möchte. Und von der Größe könnt ihr schon sehen. Zumindest diejenigen, die das Spiel kennen, das könnte, wenn man mal dann so an die Hand denkt, die dann beim Spiel ja damit drin klemmt, die imaginäre Hand, das könnte von der Größe so passen. Und das bleibt hier auch stehen. Das klappt. Jetzt habe ich, glaube ich, die falsche Noppe erwischt. Noch mal gucken. Vorführeffekt, ne? So ist es richtig. Ja. Nicht die richtige Noppe erwischt. Dann noch mal von allen Seiten. Das kann man ein bisschen einstellen, aber ich habe das jetzt natürlich immer so nach hinten gemacht. Dann passt das. Das ist stabil. Schönes Set. Also, mir gefällt's und zumindest mal für mich und für jede und jeden, die das so sehen, werden Fragen. Das ist schon ungewöhnlich. Fazit. Hier schon mal der Spoiler für nächste Woche. Es wird ein Cuman-Set sein. Mein zweites, das ich bisher geklemmt habe. Hat mich interessiert, als ich es gesehen habe. Mir hat es sogar gefallen. Und ob es am Ende was geworden ist, dann schaltet doch nächste Woche ein. Es ist dann 68 cm lang. Und wenn man das möchte, ist es nicht nur 68 cm lang, auch plötzlich 68 cm hoch. Ja, lasst euch an der Stelle überraschen und die Mega-Weeks gehen da natürlich weiter. Kommen wir erstmal jetzt zum heutigen Set, bei Informationen zum Set. Bestellt und gekauft habe ich über eBay. Geschickt wurde es über die USA. Da will ich doch noch mal kurz was loswerden. Das ist echt schade, weil so wenig Mega-Sets, Mega-Konstrukts, Mega-Blocks, Mega-Sets hier in Deutschland zu bekommen sind. Wenn man mal bei eBay ein bisschen stöbert, weltweit, dann wird man sehen, was es denn alles tatsächlich von Mega gibt. Und durch Zufall bin ich ja auch auf den Needler gestoßen. Jetzt gibt es schon immer wieder Gerüchte, dass ein Mega-Store, einen Mattel-Store in Berlin eröffnen soll. Ursprünglich mal im Herbst 22. Jetzt habe ich gelesen, im Herbst 23. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mit meinem Engel Tanja am 1. Dezember wieder in Berlin. Und sogar in der Nähe von unserem Hotel soll das Ding eröffnet werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Kann schon sein, dass mein Weihnachtsshopping diesmal dann nicht in den Lego Store führt, sondern eben in den Mattel Store. Und ich hoffe sehr, dass man dort einige Sets bekommen kann, die man sonst üblicherweise hier in Deutschland nicht kriegt.
Sollte man erstmal hier weiter. Bezahlt habe ich 61 Dollar, also ungefähr 58 Euro, all inclusive. Also das war der Endpreis. Im Moment, ich habe ein bisschen geguckt, kostet der ungefähr 86 Euro. Es besteht aus 920 Teilen, die Setnummer ist die HDC30. Ihr bekommt dazu eine Bauanleitung in Papierform. Die ist gut verständlich und gut nachvollziehbar, mega konstruktstypisch mit dem Farbcode ausgestattet. Ich komme damit gut zurecht. Wenn ihr das zum ersten Mal klemmt, bin ich mir sehr, sehr sicher, ihr werdet euch auch schnell zurechtfinden. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist hier meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Ich konnte mir ja nur ein paar Videos dazu anschauen und da finde ich schon, das Ding ist echt gut getroffen. Ist echt gut getroffen. Ich bin mir sicher, die Halo-Fans unter euch werden das Ding auch sofort wiedererkannt haben. Ich meine, in dem Video sieht das so ein bisschen bläulich aus, nicht so dunkel lila, ist aber an der Stelle völlig in Ordnung. Man hat auch wahrscheinlich die Farbe dann genommen und genutzt, was die Steine angeht, die vorrätig waren. Ich meine, wenn man sich die Videos anschaut, das habe ich dann eben dazu gemacht, das Ding hat hohen Wiedererkennungswert. Was echt schön ist, das hatte ich euch vorhin schon beim Bauergebnis gezeigt, den Stand ziehe ich jetzt mal nicht ab, dass man das Ding in die Hand nehmen kann. Und zumindest mal, wenn man in den Videos sich das anschaut, Handgröße, Niedlergröße, dann passt das von der Größe, meine ich, schon 1:1. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie seht ihr das, wie schätzt ihr das ein? Das kommt dem Original, was die Größe angeht, meine ich doch sehr, sehr nah. Und ihr seht das schon, man kann das gut in der Hand halten und das ist auch eine stabile Geschichte. Also ich finde, vom Design her haben die Designer ganze Arbeit geleistet. Kommen wir mal zum Bau. Der hat Spaß gemacht, der ist funny, es gibt ein paar schöne Bautechniken, es wird auch mit Bauhilfen gearbeitet, das heißt, man kann das Set gut bauen und wenn es unterschiedliche Höhen gibt, was die Bauabschnitte angeht, das heißt, ein, zwei Plates fehlen und man eigentlich aufdrücken möchte, gibt es Bauhilfen, die sind drunter, man drückt dann drauf, später nimmt man die Bauhilfe ab. Das finde ich echt super, das macht ja mega dann schon öfters. Was mir auch ganz gut gefällt beim Bau ist, dass man erst so die untere Hälfte klemmt und noppt, ja, und das dann nach oben hin aufbaut und immer wieder ein bisschen aufschichtet. Mir hat das an der Stelle echt Spaß gemacht. Kommen wir zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt, alles glänzt, nichts war verkratzt. Hier unten die schwarzen Steine wirken so leicht ein bisschen matt, finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Und die beiden Drucke sind mega Konstrukt, mega Blocks, mega typisch, wieder blitzsauber. Also ich kann über die Steinequalität überhaupt nicht meckern. So, messe ich mal aus. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, ich habe das Wesentliche benannt. Lang ist er, der Niedler, circa 35 cm hoch, circa 29,5 cm und breit tief. Auch wenn die Nadeln oder der Nagel um die Ecke fliegt, circa 15 cm. Also. Ein schönes Set und auch wenn ich Halo noch nie gespielt habe, ich freue mich, dass ich mir das ins Regal stellen kann. Das ist dann schon echt ungewöhnlich, nicht nur in Form, auch in Farbe. Wenn es euch gefallen hat, jo, dann lasst mir doch einen Daumen da, Abo, Klingel, bim, 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 hier empfehlt mich weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, jo, dann behaltet es bitte für euch. Und dann sage ich tschüss, ciao, bis zur nächsten Woche, sagt euer Brick Lampner. Tschüss, ciao.